Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung nennt man Präzession. Und weil sie das berücksichtigen und anderes die Horoskopen berechnen, nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlichen Horoskop. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Dorealia, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat in diesem Erdenleben. Und du bist ein Kind davon und diese Energie der Jungfrau begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende, beeinflusst dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau gehört zum Erdeelement und das zeigt Bodenständigkeit. Also du bist sehr, sehr bodenständig und bedeutet auch die Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität. Jungfrau ist klug und bescheiden. Und das bist du auch. Jungfrau ist auch rein, sauber, liebt Ordnung und sorgt auch immer für Heilung. Ein bisschen zurückhaltend. Manchmal kann das bedeuten eine gewisse Schüchternheit. Der einzige Nachteil, was du haben kannst mit diesem Jungfrau-Aszendent, wenn du zu kritisch bist zu dir selbst und sagst, ich bin nicht gut genug. Die zweiten Lebensbereich sind die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Energetisch hängt das Hand im Hand zusammen. Wenn du sagst, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, damit blockierst du den Geldfluss. Stattdessen sollst du solche Sätze sagen, ich bin es wert, ich habe das schon im Besitz. Aufpassen, nicht denken oder sagen, ich werde, sondern ich habe jetzt schon. Das ist ein großer Unterschied. Und auch Wertschätzung verlangen von anderen bedeutet auch diesem zweiten Lebensbereich alles, was dir wertvoll ist, auch Kontakte oder die Liebe, all das, was für dich wertvoll ist, im Besitz zu nehmen und das auch befestigen. In diesem Bereich hast du die Tierkreiszeichen Waage. Natürlich schenkt dir diese Waage-Energie die Ausgeglichenheit. Und es ist nicht nur die inneren Gleichgewicht, sondern bedeutet auch Einnahme, Ausgabe in Gleichgewicht halten. Und das ist so eine Art wie Buchhaltung. Also darauf sollst du auch achten, Einnahme, Ausgabe im Gleichgewicht. Aber nicht nur im Finanzbereich brauchst du dieses Gleichgewicht, sondern geben und nehmen im Gleichgewicht sein. Sonst gibt dieses Gleichgewicht und du erlebst als ungerecht und
bist du dann Opfer. Also darauf sollst du auch achten. Über die Tierkreiszeichen Waage herrscht Venus, und Venus ist die Planet für Schönheit, Kreativität, und durch diese Venus-Energie kann das für dich erstens bedeuten, dass du über eine kreative Arbeit zum Geld kommst, aber bedeutet auch, du gibst gerne Geld aus für schöne Dinge. Der dritte Lebensbereich ist die frühere Kindheit, die Schule. Auch die zwischenmenschlichen Kontakte in dem Alter, in Kindheit, Pubertät. Wie stehst du zu deinen Geschwistern, wie stehst du zu anderen Kindern in die Schule? Es sind Erinnerungen. Wie hast du dich damals behauptet? Weil das bleibt in Erinnerung und natürlich zeigt sich später im Berufsleben, in dein Leben, wie kommst du mit Konkurrenten klar. Aber nicht nur das bedeutet diesem Lebensbereich, sondern auch die Verbindung zu Geschwistern, Verwandten, Verbindungen über Internet, das ist Medienaustausch, Neugier, Austausch, Wissen vermitteln, Informationen vermitteln, aber auch Wissen und Informationen erhalten. In diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Skorpion, und das sind schon tiefe Verletzungen und Schmerz auch, was du in Schulzeit erlebt hast. Und hier bei Skorpion handelt es sich um Wasserelement, was die Gefühle symbolisiert, verletzten Gefühlen. Und das hast du erlebt bei deinen Geschwistern, anderen Kindern in Schulzeit, dass in dieser Zeit hast du oft verletzt gefühlt, weil sie dich verletzt haben. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte. Und das vergleiche ich mit einem Baum. Und hier sind wir am Wurzel des Baumes. Und diese Wurzel zeigt, verwurzelt zu sein, unserem Ahnen, unseren Traditionen, unserem Herkunft, unserer Familie. Und hier fühlen wir die Halt, die Sicherheit und die Stabilität. Und das ist die Basis, die Fundament in unserem Leben, das brauchen wir, weil auf diesem Fundament bauen wir etwas, und das zeigt unserem Zuhause. Hier hast du die Tierkreiszeichen Schütze. Die Tierkreiszeichen Schütze vermittelt dir eine Art Gefühl, es muss noch was Besseres geben. Und da brauchst du eine Orientierung, was die Wohnsituation betrifft. Natürlich, Schütze symbolisiert auch Ausland, im Ausland zum Leben, ganz klar. Aber du brauchst ein Ziel, weil dieser Pfeil zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und in diesem Energiebereich sind unsere Wünsche. Was wünschst du? Wo möchtest du leben? Kannst du das beschreiben? Das ist im Ausland. Und dieser Traum sollst du auch verwirklichen. Die fünften Lebensbereiche sind die Kinder. Das zeigt deine Kinder, später deinen Eltern, Enkelkinder, Elternkinder, Enkel, Enkelkinder. Aber bedeutet auch dein Kindheit, bedeutet auch dein inneren Kind. Und von Kindern sollen wir lernen. Was können wir von Kindern lernen? Spielen, genau. Spielen und etwas kreativ gestalten. Weil da sind die Kinder sehr fantasievoll. Und wenn wir das Aneignen von den Kindern, das Lernen, wie sie spielen, unbeschwert,
dann haben wir diese Kreativität in uns, diese schöpferische Energie und die Lebensfreude, was wir als Erwachsene auch leben dürfen. Etwas mal mit spielerisch betrachten, mit Leichtigkeit und das genießen. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock zeigt ein Stück Erde von Paradies. Dieses Stück Erde von Paradies bekommen wir nicht als Geschenk. Und wir werden das auch nicht in jungen Jahren erleben. Weil hier haben wir Lernaufgabe. Oft gehen wir in einen harten Weg, was uns einschränkt. Aber im zweiten Lebenshälfte haben wir schon gelernt, wie wir das erreichen, ein Stück Paradies, ein Stück paradiesische Erde in unserem Leben. Wenn wir verstehen, dass wir Ziele brauchen und wir sollen diese Ziele nicht aus die Augen verlieren und egal wie steinig diesen Weg erstmal erscheint, dass wir das nicht aufgeben und zeigen Kraft, Geduld, Ausdauer, diese Ziele zu erreichen. Wenn wir dann im Ziel angekommen sind und wir leben das als Realität, das ist auch Erde-Element, und nehmen wir das in Besitz, dann wissen wir, jetzt habe ich das erreicht. Ich lebe im Paradies. Das, was die Steinbock zeigt, aber das kommt in späteren Jahren. Erstmal müssen wir das alles lernen. Und da, natürlich werden wir auch oft eingeschränkt dabei. Und wenn Steinbock hier die Kindheit zeigt, dann zeigt das ein strenges Elternhaus mit Einschränkungen. Aber du lernst, deine Ziele schöpferisch gestalten. Und mit Leichtigkeit kannst du deine Ziele erreichen und das ist hier deine Lernaufgabe. Die sechsten Lebensbereich hat mit Pflichten, mit Arbeit etwas zu tun, aber steht auch in Zusammenhang mit Gesundheit. Wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. So hängt es schon zusammen. Hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Also hier im Bereich Arbeit brauchst du die Leichtigkeit, auch ein gewisser Freiraum. Du duldest das nicht, weil jemand dich einschränkt. Die Tierkreiszeichen Wassermann steht mit Stammbild Adler in Verbindung. Und ein Adler hat einen Adlerblick, einen Weitblick. Und genau das brauchst du bei der Arbeit. Wassermann zeigt noch etwas, einzigartig zu sein, so fühlen auch, oder außergewöhnlich sein und so fühlen auch, das brauchst du, diese Tätigkeit. Dann fühlst du dich wohl im Arbeit, wenn du etwas Außergewöhnliches machst. Oder kann auch bedeuten, dass du außergewöhnliche Art und Weise erlebst, deine Berufssituation oder die Veränderungen, die beruflichen Veränderungen. Jetzt kehren wir zurück zu deinem Aszendent oder zu deinem Lagna. Es ist Jungfrau. Die Tierkreiszeichen Jungfrau ist in Osthorizont aufgestiegen in dem Moment, wo du geboren bist. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Fische im Westhorizont untergegangen. Im selben Moment. Aber für einen Augenblick hast du in diesen Spiegel geschaut. Das ist dieser Spiegelblick. Und was hast du in diesem Spiegel gesehen? Dein Seelenpartner. Und damit öffnet sich die Lebensbereich Partnerschaft. Und da hast du die Tierkreiszeichen Fischen.
Dieser Stammbild besteht aus zwei Fischen und gehört zum Wasserelement. Und die Wasserelement hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Also wenn es um Liebe, Partnerschaft geht, dann achte auf deinen eigenen Gefühlen. Wie ich schon sagte, das besteht aus zwei Fischen. Und die eine Fisch schwimmt in eine Richtung und das ist die ständige Angst und Zweifel und das blockiert. Und dann entsteht Selbstmitleid und geht nichts voran. Die andere Richtung ist immer noch Wasserelement und versteht die Energie Neptuns, weil Neptun herrscht hier. Und Neptun ist nichts anderes als Poseidon, das Gott des Meeres, und symbolisiert unsere Fantasie, unsere Träume. Und wenn du daran glaubst, an deine eigenen Träume, wenn du das vorstellen kannst, dass du glücklich bist in die Liebe, Partnerschaft, dass dir das zusteht, und bleibst in diesem Traum, bleibst in dieser Fantasie, bleibst in diesem Glauben und bist davon überzeugt, dass das auch so kommt und glaubst daran und vertraust du das auch und kannst loslassen und innerlich bist davon überzeugt, dass genau so das auch eintritt, dann hast du das verstanden. Und mit dieser Energie kannst du den Lebensbereich Liebe, Partnerschaft öffnen und glücklich zu sein, deine Träume zum Leben. Natürlich ist das noch ein Hinweis, dass der Mann soll feinfühlig sein, kreativ sein, vielleicht sogar Künstler sein. Das kann natürlich auch ein Hinweis sein, aber wir schauen noch die Mars-Energie noch auch dazu ein. Dem achten Lebensbereich hier ist der Tod. Natürlich hat das auch mit Tod, Todesfälle, Erbschaften auch was zu tun. Aber dieser Tod bedeutet eigentlich die Pluto-Energie. Und Pluto ist alles andere als der Tod. Im Gegenteil, Pluto hält das Leben erhalten. Zwar durch die Jahreszeiten, die wiederkehrenden Zeit, der Frühling, das ist die Kraft Pluto, dann auch wie in unserem Tiefschlaf, unserem Körper sich wieder erholt, regeneriert sich, die Zellen erneuern sie sich, ist auch Pluto-Energie und die Sexualität auch. Und das hält auch das Leben erhalten. Alles das ist die Kraft Plutos. Pluto ist der Meister. Aber Pluto kann das nur verwirklichen, wenn alles loslässt, verabschiedet, das, was von diesem Energie was raubt. Und das sind die Transformation, alles loslassen, trennen, kündigen, das ist auch wie Tod, verabschieden von etwas und verstehen die Notwendigkeit, damit wir in dieser Kraft bleiben. Und hier hast du die Tierkreiszeichen wieder und mit dieser Kraft kannst du dich behaupten im Leben. Und das bedeutet für dein Leben, von alles loslassen, verabschieden, von alles trennen und auch Grenzen setzen für andere, die deine Zeit, deine Energie rauben. Das ist diese Transformation und die Wiederenergie zeigt, dich da durchsetzen und behaupten. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen. Natürlich bedeutet auch Ausland. Reisen, Auslandskontakte, aber auch eine innere Reise, einen spirituellen Weg. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Stier.
Und das sollst du im Besitz nehmen. Und die Stier zeigt, Ausland und Reisen, das kannst du in dein Leben genießen. Und da findest du auch die Ruhe. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Das ist die Krone des Baumes. Und das zeigt Anerkennung, Ansehen, unsere hohen Ziele, Ideale, wie wir das erreichen können. Und zeigt auch unsere Berufung. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Zwillinge. Über die Tierkreiszeichen Zwillinge herrscht Merkur. Über den Aszendent Jungfrau herrscht auch Merkur. Also du kannst diese Merkur-Energie verwirklichen, deine Persönlichkeit leben und deine Berufung leben. Was gehört zu Merkur-Energie? Das ist der Planet der Kaufleute. Also du kannst handeln, aber du kannst dich verwirklichen mit Schriften, in Medien. Und hier ist auch die Öffentlichkeit. Das ist die Mittagssonne, das steht im vollen Licht, also in Öffentlichkeit. Die Tierkreiszeichen Zwillinge zeigt auch, wie kannst du deine Ziele erreichen. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie, weil das zeigt den Weg, wie du dich hier verwirklichen kannst, wie du Anerkennung bekommst, deine Berufung lebst. Ich erzähle dazu die mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin Leda. Leda war wunderschön und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und sie wurde von dem König auch schwanger. Und sie gebar die Zwillinge Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge waren immer miteinander verbunden. Dann kam die Zeit, wo Castor sterben müsste und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, er will auch sterben, weil er will nicht ohne seinen Bruder leben. Und das berührte Zeus und hat die beiden Zwillinge unsterblich gemacht und hat die beiden im Himmel gesetzt. Und sie leuchten im Himmel in Tierkreiszeichen Zwillinge, Castor und Pollux. Und diese Geschichte zeigt, dass wir eine Seele haben und das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, also göttlich und unsterblich. Und dieser Teil in uns symbolisiert Pollux. Wir haben aber einen Schicksalsweg, weil unsere Seele macht diese Seelenreise und dieser Schicksalsweg hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, hier, dein Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Das sehen wir hier nicht, aber deine Seele weiß es, wann das zum Ende geht. Also, das ist begrenzt, das ist sterblich. Und das ist der Teil, was Castor symbolisiert. Aber die beiden sind miteinander verbunden. Aber wenn wir verstehen, dass am Sterben verlässt unsere Seele, unseren Körper mit vollem Bewusstsein, Erinnerungen,
Erfahrungen und auch Gefühlen und kehrt wieder zurück zum Göttlichen, dann verstehen wir diese Unsterblichkeit. Und wenn wir so weit sind, das zu verstehen, dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Und diesem höheren Bewusstsein hilft dir, deinen Weg zu machen, deine Ziele zu erreichen, dich zu verwirklichen, weil das schenkt dir eine gewisse Leichtigkeit. Die 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche, aber auch soziale Kontakte. Hier hast du die Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört auch zum Wasserelement, also nimmt mit Gefühlen wahr. Und die Tierkreiszeichen Krebs weiß genau, wann etwas geboren muss, hat das Gefühl, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und das kannst du erleben in deinem Freundeskreis, auch mit Menschen, die gleichgesinnt sind, vorausgesetzt ist, du hörst auf deine inneren Stimme. Die 12. Lebensbereich sind die tiefe Geheimnisse, das Leben, alles, was im Geheimen ist, im Verborgenen. Und hier sind die Ursache, zum Beispiel Ursache für Erkrankungen. Und hier in diesem Bereich befinden auch unsere geheimen Feinde. Und in diesem Lebensbereich hast du die Löwe. Und die Löwe sieht vieles, weil über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne steht zu unserem Auge und zu unserem Herz. Aber da kannst du deine Augen öffnen in die tiefe Geheimnisse des Lebens. Und mit diesem Auge wirst du viele Geheimnisse auch klar und deutlich sehen und erkennen. Sonne befindet sich in deinem Horoskop in Tierkreiszeichen Waage, hier im 2. Lebensbereich. Und das ist für dich sehr wichtig, die Gerechtigkeit, die inneren Gleichgewicht, die Liebe, Partnerschaft, auch die Werte und Wertschätzung, aber auch die Finanzen. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Hier im 12. Lebensbereich. Das erkläre ich sofort, was das für dich bedeutet, weil Mars ist auch hier im Löwe im 12. Lebensbereich. Jetzt stell dir das vor, dass hier im Osthorizont nicht die Jungfrau ist, sondern der Löwe. Dass die Tierkreiszeichen Löwe steigt hier im Osthorizont auf, wie ein Sonnenaufgang mit Mond und Mars. Und dann später, weil das dreht sich alles, später kommt dann die Jungfrau. Und genau das war der Moment deiner Geburt. In dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau in diesem Augenblick in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Aber kurz davor, etwa halbe Stunde früher, war das nicht die Jungfrau, sondern war das die Löwe. Und das bedeutet, das steht ganz nah zu deiner Geburt, wirkt auch auf dich persönlich. Ich könnte sagen, die sind dabei, wo du geboren bist.
Aber in dem Moment, wo die beiden die Licht erblickt haben, wie ein Sonnenaufgang, du warst noch gar nicht geboren, weil in diesem Augenblick, wo noch die Löwe hier war, du warst noch im Mutterleib. Mit anderen Worten, stieg Mond und Mars in Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf, dann folgt die Jungfrau und dann bist du geboren. Die beiden sind aber ganz nah. Und in dieser Zeit, vor deiner Geburt, passieren wichtige Dinge, weil dann erfährst du die Geheimnisse des Lebens. Wir sind in dieser Zeit vorbereitet. Wir sind vorbereitet auf unserem Leben. Und das ist 2 Stunden vor unserem Geburt. Da in diese 2 Stunden vor unserem Geburt bekommen wir noch wichtige Hinweise oder kommen noch karmische Erinnerungen, wichtige Botschaften. Es sind die wahren Geheimnisse des Lebens. Und da hast du einen besonderen Bezug zum Mond und zum Mars. Mond symbolisiert deine Mutter, deine Mütterlichkeit, deine Gefühle, deine Träume, deine Intuition, dein Unbewussten. Und Mars symbolisiert deine Lebenskraft, wie du dich durchsetzt im Leben, aber auch ein geheimnisvoller Mann. Das ist das Gute daran, weil das sind deine Talente und deine Fähigkeiten. Aber wie erlebst du das im Leben? Die beiden Energie, die Mondenergie und die Marsenergie, fühlt sich immer noch wie im Mutterleib, wenn das gar nicht geboren wäre. Und das in Tierkreiszeichen Löwe ist sehr schwierig, weil die Löwe will eigentlich ins Licht. Warum? Weil über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und Löwe steht immer im Mittelpunkt. Und das ist gar nicht einfach, dich so durchsetzen, dich zu behaupten, dass du diese Anerkennung bekommst, dass du mal im Mittelpunkt bist. Und dein Gefühl, und das ist die Mondenergie, dein Gefühl sagt, setz die Mars ein. Setz die Mars ein, behaupte dich. Dann bist du wahrgenommen, dann bekommst du auch Respekt. Und hier zeigt diese Transformation hier die Widder. Hier ist die Transformation, weil über die Tierkreiszeichen Widder herrscht Mars. Also die Mars-Energie sollst transformieren. Und wenn du die Mars-Energie transformiert hast, dann ist der richtige Mann auch da in dein Leben. Mars ist die Kraft, wie wir uns durchsetzen im Leben, wie wir uns behaupten im Leben, wie wir etwas in Bewegung setzen, wie wir Kraft und Mut zeigen. Und das muss bei dir wie neu geboren werden, sichtbar machen, ins Licht zu bringen, hier die Widder-Energie, was auch vom Mars beherrscht ist, zeigt, das ist deine Transformation. Wenn du in diesem Prozess bist oder das beendet hast, dann kommt auch der richtige Mann, wird in dein Leben wie geboren. Merkur ist im Tierkreiszeichen Jungfrau. Merkur fühlt sich sehr wohl im Jungfrau, weil Merkur herrscht über die Tierkreiszeichen Jungfrau und herrscht über die Tierkreiszeichen Zwillinge. Merkur verleiht dir eine jugendliche Ausstrahlung, weil Merkur herrscht über Kinder und Jugend. Merkur ist der Planet der Handeln und Kaufleute,
aber steht auch zum Wissen, das Praktische auch. Und das zeigt deine Intelligenz, dein jugendliches Aussehen und auch, dass die Menschen gern mit dir unterhalten. Merkur ist rückläufig und das zeigt hier karmische Themen. Jupiter befindet sich auch im Jungfrau. Jupiter ist die höheren Oktave der Merkur. Merkur ist das Wissen, Wissen aneignen, vermitteln, diese Neugier, auch das Praktische. Jupiter ist auch Wissen, aber einer höheren Bildung. Jupiter ist schon die Weisheit. Und beide hier im Jungfrau zeigt dieses Potenzial, was du hast, dein Wissen, deine Intelligenz vermitteln. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und Skorpion verleiht für deine Weiblichkeit etwas Mystisches und auch etwas Erotisches. Und das ist eine magische Anziehungskraft. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Saturn ist rückläufig hier und zeigt karmischen Themen, eine karmischen Liebe, eine karmischen Begegnung, aber auch Lernaufgabe, genau das, was ich erklärt habe, was die Tierkreiszeichen Fischen bedeutet. Die zwei Fischen, die im Wasser schwimmen. Die Wasser symbolisiert die Gefühle. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung und das ist die Angst und Zweifel, Selbstmitleid und das blockiert. Und die andere Fisch schwimmt eine andere Richtung. Das ist die Träume, die Sehnsüchte, die Fantasie, die Vision, das Vertrauen, daran glauben und auch loslassen, einfach geschehen lassen. Und das ist eine große karmische Lernaufgabe und das erlebst in die Liebe Partnerschaft. Wenn du zu dieser Vorstellung kommst und du glaubst daran und lass das einfach geschehen, vertraust des Fluss des Lebens, dann erlebst du Glück in die Liebe Partnerschaft. Uranus ist in Tierkreiszeichen Jungfrau und gehört zu deiner Persönlichkeit. Uranus bringt immer unerwartete Ereignisse, Umbrüche, Veränderungen. Das erlebst in deinem persönlichen Umfeld, aber auch dein Aussehen ändert sich oder deine Einstellung ändert sich. Uranus bedeutet auch einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein und das macht dich Persönlichkeit eine außergewöhnliche Frau. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und das ist eine künstlerische Begabung. Neptun ist die Traum, wie du dein Liebe leben kannst. Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen. Und Neptun ist der Planet, der Traum und Vision. Und Venus zeigt auch, wenn du an diesen Traum glaubst, dann hast du eine traumhaft schöne Partnerschaft. Und Skorpion zeigt, wie du das transformieren kannst. Wenn du aufhörst, daran zu zweifeln, dann kommt das im Fluss. Pluto ist auch im Jungfrau, beeinflusst auch deine Persönlichkeit. Bei Pluto gibt es Ja oder Nein, alles oder nichts. Pluto geht nicht auf einen Kompromiss ein. Und das zeigt deine Stärke, zeigt auch deine Persönlichkeit. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser.
was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent Jungfrau befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Uttara Palguna und heißt die Zeit der Ernte. Zwei unterschiedlichen Qualitäten, Eigenschaften vereinen sie sich und das macht einzigartig und außergewöhnlich. Und sehr vieles beeinflusst deine Persönlichkeit. Die Merkur-Energie, das Spielerische, das Jugendliche, wo auch immer wieder handeln kann. Jupiter ist die Weise, Uranus ist die Ideenreichtum, das Außergewöhnliche und Pluto sagt, es ist deine Macht, glaube daran. Aber dann kommt die Jungfrau dazu, wo das so kritisch betrachtet. Und die Jungfrau flüstert dann, oh, sei doch bescheiden, sei zurückhaltend. Und das bremst dich. Und hier, diese Mischung macht aus deiner Persönlichkeit. Deine Sonne befindet sich im Waage und dieser Mondhaus heißt Chitra. Das ist etwas Geheimnisvolles hier. Hier wird dieser Mondhaus von Spica bestrahlt. Spica ist der Weizenehre der Jungfrau und dieser Stern zeigt, das trägt Früchte. Alles, was du beginnst, was du im Besitz nimmst, woran du glaubst, das trägt auch Früchte. Aber sei geduldig, weil bis die Früchte trägt, bis das Früchte trägt, bis das erntet, das braucht immer Zeit. Und hier bei diesem Mondhaus, Chitra, befindet sich die Balancepunkt, die Gleichgewicht. Das zeigt die inneren Gleichgewicht, aber hier bei Werten das Geben und Nehmen im Gleichgewicht halten und einatmen, ausatmen, Einnahme, Ausgabe, immer im Gleichgewicht zu sein. Mond befindet sich im Löwe, hier. Und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna. Und das heißt, da war etwas früher, in Vergangenheit. Und jetzt passieren die gleichen Dinge in dein Leben. Kehrt etwas zurück von deiner Vergangenheit. Von früheren Leben. Hier ist auch karmischen Themen. Und das sollst du mit deiner jetzigen Energie, deine Vitalität in Bewegung setzen und vollenden. Das kann bedeuten, dass in früheren Leben war alles da, bist aber nicht ins Ziel angekommen. Du hast das nicht vollendet. Entweder hast du das abgebremst, du hast das nicht zugetraut, bist du davongelaufen und da hast du die karmischen Themen, diese Mars-Energie aktiviert und das, was du vorhast, jetzt erreichen. Spica bedeutet diese Weizenehre. Es kann sein, dass das dauert, aber sei geduldig, du kommst ins Ziel an. Und genau diese Vollendung zeigt, hier dieser Mondhaus. Dein Mars im Löwe befindet sich im selben Mondhaus, so wie dein Mond auch, Purva Palguna. Merkur ist rückläufig und befindet sich auch im Mondhaus Chitra. Dieser Mondhaus Chitra ist im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Deine Sonne im Waage ist im selben Mondhaus und dein Merkur, dieser rückläufige Merkur im Jungfrau, ist aber auch im selben Mondhaus und das bedeutet die Balancepunkt und bedeutet auch Spica, die Weizenehre der Jungfrau, hier im Grenzbereich, Jungfrau Waage. Es trägt
Früchte, aber sei geduldig, bis diese Ernte kommt. Und dieser Mondhaus ist auch etwas sehr Geheimnisvolles. Jupiter ist im Mondhaus Uttara Palguna, genau wie dein Aszendent auch, die Zeit der Ernte, die verschiedenen Qualitäten, Eigenschaften, auch wenn das widersprüchlich erscheint erstmal, das vereinen und gibt dir auch dieser Blick im Leben, die beide Seiten die Münzen anschauen. Oder du fügst verschiedenen Qualitäten zusammen. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Anuradha heißt dieses Mondhaus und bringt Glück. Die indischen Astrologen sagen, wie Elefanten reiten, und Elefant ist ein Glückssymbol, das heißt, deine Liebesenergie, diese Venusenergie, ist ein Mondhaus, was Glück verspricht. Aber nicht nur Glück, sondern Akrab bestrahlt dieses Mondhaus, und das ist etwas Geheimnisvolles. Man nennt auch, das ist die dritte Auge. Saturn ist rückläufig, zeigt karmische Themen hier in Tierkreiszeichen Fischen. Und dieser Tierkreiszeichen Fischen öffnet sich den Tor zum Partnerschaft, also du erlebst es in Partnerschaft. Revati heißt dieses Mondhaus, das ist die letzte Mondhaus und bedeutet etwas zum krönenden Abschluss bringen. Das heißt, deine Seele hat einen Schicksalsweg ausgesucht und all das, was du in früheren Leben erlebt hast, einiges kommen wieder und deine Lernaufgabe ist diesmal nicht aufgeben, nicht davonlaufen, sondern das zu Ende bringen, zum einen krönenden Abschluss bringen, wo du auch Glück hast und das ist die Liebe. Und das ist deine Lernaufgabe, das auch daran zum Glauben. Die Tierkreiszeichen Fischen zeigen diesen Traum, das nicht aufgeben, daran glauben und dann loslassen, geschehen lassen. Die Schicksal beschenkt dich damit. Rahu und Ketu. Rahu und Ketu ist eine Drache. Und diese Drache wurde getrennt. Ketu ist das Körper ohne Kopf. Und Rahu ist die Kopf ohne Körper. Und unsere Seelenreise, unsere Lernaufgabe ist, diese Drache wieder zusammenfügen. Ohne Angst. Also erstmal müssen wir die Angst überwinden. Ketu oder dieser Körper, das ist die absteigende Mondknoten. Ketu, dieser Drachenkörper, symbolisiert die Vergangenheit, alten karmischen Themen. Das ist im Jungfrau. Und in diesem Jungfrau ist dein Ketu im Mondhaus Hashta. Hashta bedeutet übersetzt Hand und Handlungen und wird von Windemiatrix bestrahlt. Dieser Stern Windemiatrix wurde bei Römer und Griechen verehrt. Das ist die Weinleserin. Diese Weinleserin steht in einer engen Verbindung zum Gott Dionysos, der Weingott. Und diese Weinleserin zeigt Ernte, es trägt Früchte und auch Lebensfreude, Fest, Lebensfreude. Und das war in deiner Vergangenheit Handlungen, Lebensfreude. Entweder hast du zu viel Lebensfreude gehabt und warst du nicht ernst genug, um etwas zu kümmern, was ich nicht glaube, was ich nicht glaube. Ich würde eher sagen, du lernst auf diesem Lebensfreude kommen und wenn du so handelst, dann hast du Glück in die Liebe-Partnerschaft.
Ich würde eher sagen, dass du in früheren Leben das nicht zugelassen hast, diese Lebensfreude, und du warst zu streng zu dir selbst gegenüber und zu kritisch zu dir selbst gegenüber. Und bring diese Lebensfreude im Ausdruck. Und Rahu, der Kopf dieser Drache, befindet sich hier in Tierkreiszeichen Fischen in Partnerschaft. Und hier findest etwas, du findest diesen Kopf von dieser Drache, was dir fehlt. Jetzt symbolisch gemeint. Bitte das symbolisch betrachten. Das, was die Seele sucht, ein Weg, ein Schicksalsweg, was fehlt, und dieser Drachekopf zeigt, das ist es, was dir fehlt. Und wenn du das gefunden hast, dann bist du glücklich, zufrieden, und das befreit dich. Und das zeigt hier in Tierkreiszeichen Fischen, und das ist die Partnerschaft, dein Seelenpartner. Uranus ist im Jungfrau, Pluto ist auch im Jungfrau, und das ist die Mondhaus Uttara Palguna, und das ist dieselbe Mondhaus wie dein Aszendent. Die Zeit ist gekommen zum Ernte, zwei unterschiedliche Eigenschaften vereinen, beide Seiten die Münzen anschauen. Aber noch zurück zum Ketu und Rahu. Also Ketu ist hier im Jungfrau, im Mondhaus Hasta, was Handlungen betrifft, bedeutet und wird von Weinleserin, von diesem Vindemiatrix bestrahlt. Und Rahu, dieser Drachenkopf hier in Tierkreiszeichen Fischen, befindet sich in einem Mondhaus, und das heißt Uttara Padra, reinigen, ein Reinigungsprozess, reinigen die Gedanken und die Gefühle. Neptun befindet sich in Skorpion. Vishaka heißt dieses Mondhaus. Vishaka ist eine Feuergöttin und verbrennt alles, was im Weg ist. Und das ist nicht ein zerstörerischer Prozess, sondern ein reinigender Prozess. Und hier in diesem Bereich hast du die Erinnerungen in deiner Kindheit und Jugend, wie andere Kinder mit dir umgegangen ist. Im Skorpion zeigt sich verletzten Gefühlen. Die Kinder haben dich verletzt, entweder deine Geschwister oder die Kinder in die Schule. So hast du das erlebt. Hier hast du verletzten Gefühlen. Und Neptun zeigt, hier fühlst du dich enttäuscht. Und Vishaka, diese Feuergöttin, sagt, verbrenne diese Erinnerungen, verbrenne das einfach. Du brauchst da nichts viel nachdenken. Und jetzt die Verbindungen. Sonne und Jupiter steht in einer schönen harmonischen Verbindung. Das stärkt dein Selbstwertgefühl, dein Selbst. Du stehst zu deinen Größen. Sonne steht mit Neptun auch in einer schönen Verbindung, und Sonne zeigt, öffne dein Auge zu deinen Träumen und lebe deine Träume, deine Fantasie. Das kann sein, dass du als Kind sehr verträumt warst. Neptun zeigt auch Träume, und die Kinder haben dich vielleicht ausgelacht, dass du so verträumt warst. Kann auch bedeuten. Aber loslassen diese Erinnerungen. Jupiter und Neptun steht auch eine schöne Verbindung. Natürlich, Jupiter bringt Glück, du kannst deine Träume leben, und Jupiter vergrößert das auch, also fantasievoll bist du. Sonne, Mond und Mars bilden sich hier eine Konjunktion, und das bedeutet, sie wirken zusammen, immer. Das kannst du gar nicht trennen. Bei Mars kommt der Impuls und setzt alles in Bewegung. Bei Mond handelt es sich um Gefühle, und das im Löwen, und das ist sehr feurig und sehr temperamentvoll. Und manchmal kannst du das nicht in den Zaun halten.
und kommt so Gefühlsausbruch, das kann auch Wut sein. Und dann schaltet die Jungfrau ein und die Jungfrau sagt, oh, sei bescheiden. Du hast jetzt jemand verletzt. Dann neigst du dazu, mit Jungfrau Aszendent zu kritisch zu sein, dir selbst gegenüber, und ziehst du dich zurück. Rückzug. Und dann versteckst du dich. Stattdessen sollst du zu diesen Gefühlen stehen, weil das ganz natürlich ist. Wichtig ist, dass du dann beruhigst. Dann ist das alles in Ordnung. Oder dass du dich dafür entschuldigst. Dann ist es auch in Ordnung. Aber du brauchst dich nicht verstecken. Die andere Möglichkeit, was vielleicht auch sein kann, dass du hast Wut und du dämpfst es und zeigst es nicht. Versuchst das zu beherrschen und versuchst diesen Gefühlen wie Wut unter dem Teppich kehren. Und dann irgendwann kocht das hoch und kommt es alles raus. Also beide ist möglich. Nimm das ganz selbstverständlich, zeig deinen Gefühlen, wie du in diesem Augenblick dich gefühlt hast. Und dann kommt die Jungfrau, wo dann klug überlegt, und sei auch klug bescheiden. Und mit Sonne im Waage möchtest sowieso Harmonie. Dann kannst du es wieder in Harmonie bleiben. Aber bitte kein Schuldgefühl. Bitte nicht zu kritisch zu sein zu dir selbst. Nimm das mit Humor, denk an Windermeatrix, nimm das mit Lebensfreude, sprich das nochmal an und dann ist das bereinigt und dann ist Ruhe, es ist alles in Ordnung. In die Mitte habe ich noch einen Engel und das ist dein persönlicher Schutzengel, weil dieser Engel herrschte in dem Tag, wo du geboren bist. Das ist Engel Hayael und hat die Zahl 71. Meister der Universum hilft, komplizierte Sachen zu verstehen, lernt uns, jede Situation in unserem Leben beherrschen und da Klarheit bringen. Hilft uns unterscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge. Hilft uns etwas aufdecken, die Feinde zu erkennen. Hilft uns die richtigen Entscheidungen treffen in unserem Leben. Schenkt uns Kraft und Mut, ist auch ein Schutzengel. Also hat mit diesem verborgenen Mars-Energie schon was zu tun. Liebe Dorealia, das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.